Ja, kannst die Kühe zu feiern nehmen. Ja. Okay, mein Lieber, möchtest du noch etwas sagen? Nee, ich danke dir. Pass auf, dich auf. Okay, Gott segne dich, mein Mach Lieber. dir Gott keine segne dich und Feinde, deine mach dir Familie. keine, mach dir keine Feinde, ciao. Ciao. Ja, das ist das, egal. Ob Feind oder nicht Feind, das ist egal. Amir, du bist sympathischer wie Irfan. Amir, du bist sympathischer wie Irfan. Ja, für den einen bin ich natürlich ein bisschen so, für den anderen ist er so. Und ach, man kann nicht jedem gefallen und dafür bin ich auch gar nicht hier, um den Menschen zu gefallen, ne? Der hat dir ständig gedroht. Ach, Drohungen sehen anders aus, glaubt mir, Leute. Wenn ich euch ein paar Nachrichten von meinen DMs zeige, dann wisst ihr, was Drohungen sind. Aber Dr. Scherer, aber mir lacht das einfach weg. Kein Problem. Aber mir dankt dir, finde ich, zu Gott näher und halte meine 5 Gebete ein. Ja, du sollst aber nicht diese fünf auswendig gelernten Gebete einhalten und zu einer Busstation gehen, um an deinen Gott anzubeten, sondern dass du eine innige Beziehung zwischen dir und Gott aufbaust und nicht Allah irgendwie zu bestimmten Zeiten, na, ich muss jetzt den Bus nehmen, ich muss zu Allah. Wohin betest du denn überhaupt? Du betest in Universum. Das ist unglaublich. Überleg mal, wenn du von hier aus, die Erde ist ja rund, und wenn du von hier aus Deutschland betest, Richtung Mekka, dann betest du ja ins Universum, denn Mekka befindet sich hier unten. Ne? Das ist dir gar nicht bewusst, ne? Weil der Mohammed euch angelogen hat und behauptet, dass die Erde, die Form der Erde eine Scheibe ist. Sure 79, Vers 30, Tafsir al-Jalalain und Sure 88, Vers 20. Tafsir ibn Kathir. Und dazu kannst du auch die Aussage von Sheikh al-Fawzan, der das eindeutig im TV, in einem Interview, hat er gesagt, die Erde ist kleiner, die Erde ist größer als die Sonne und die Sonne dreht sich um die Erde. Weil der Koran das sagt, Sure 36, Vers 38. Das war's. Und jetzt geh dein Allah da anbieten mit 5-mal am Tag Busstation nehmen und nicht wissen, wohin du betest, im Universum. Das ist das, wenn man sich keine Gedanken macht. Das ist das, wenn man sich keine Gedanken macht. Ich glaube, ich gehe nochmal raus und komme rein, bevor ich gesperrt werde oder was, ne? Beerdigt. Aber richtig schlafen geschickt. Ja, rein, raus, besser, genau. Rein, raus, besser. Ich komme jetzt wieder, ihr Lieben. Bis gleich. Ciao. Aber angelogen hat und gesagt hat, dass sie Richtung Mekka beten, aber nicht gedacht hat, dass sie eines Tages, also dass die Erde ja rund ist. Und wenn der Muslim dann hier in Deutschland ist, zum Beispiel, der deutsche Muslim, der hier lebt, der dann einfach in Richtung Mekka betet, weil er denkt, die Erde ist flach, die Erde ist aber nicht flach und nicht weiß, dass sich Mekka hier unten befindet. Also alle Gebete gehen nicht nach Mekka, sondern einfach so. Nein, keine. Emal Ahmadi, wo wohnst du, wenn ich fragen darf? Ich wohne neben, hier, wie heißt der? Der Buxtehude Man. Der Montana Blacks Man. Macht Sinn natürlich, ich feiere dich. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ihr müsst mich nicht feiern. Ihr müsst nur dem Herrn Jesus Christus folgen. Ihm allein sollt ihr dienen, ihm allein sollt ihr folgen. Wenn ihr den Herrn Jesus Christus ehrt, dient und lobpreist, und anbetet, dann betet ihr auch automatisch den Vater mit an. Wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Vater, als der Herr Jesus Christus seine Herrlichkeit noch genossen hat, da in der Ewigkeit mit dem Vater zusammen, hat der Vater den Sohn verherrlicht. Johannes 17,5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also wo diese innige Beziehung dann dieser eine Gott, der sich in drei Personen geoffenbart hat, wurde vom Vater dem Sohn verherrlicht. Drei in eins. Bin seit meinem Leben Christ. Ich hoffe, dass du von neuem geboren bist. Nicht einfach sagst, bin seit meinem Leben Christ. Du musst deine persönliche Entscheidung für Christus treffen.
Aber nochmal drauf zurückzukommen, ne? Ist das nicht heftig? Laut Altes Testament, laut Mose sein Gesetz, wenn sich ein Ungläubiger in Israel befindet und er aufgrund von einem Mord, also wenn jemand ihn dann tötet, dann muss dieses Gesetz gelten, Auge um Auge, Zahn um Zahn um Zahn. Das heißt, wenn ein Jude einen Nichtjuden umgebracht hat, so muss der Nichtjude getötet werden. Also der Jude muss dann getötet werden, wenn er den Nichtjuden tötet. Das ist das Gesetz Mose. Aber bei Mohammed ist das was ganz anderes. Das Blut eines Muslims ist 10 Millionen Mal höher als das eines Käfers. Und er darf nicht mit derselben Strafe bestraft werden. Bist du Aramäer? Nein, ich bin Perser, Iraner. I'm an Iranian. Von wo holst du das alles raus? Hier, aus meinem Schädel. Und aus den Quellen des Islams. Bleib in der Liebe, Amen. Bleib in der Liebe, so bleibt der Herr Jesus Christus in uns. Wie viel bezahlt der Verfassungsschutz? Oh, das ist billig. Eigentlich bräuchte man gar nicht für den Verfassungsschutz arbeiten. Besser geht's zum Mossad. Da kriegst du wenigstens noch ein bisschen jüdische Kultur mit. Krieg ich ein Hallo? Ja, hallo, Milan King. Besser zu den Mossad, die bezahlen mehr, die haben mehr Geld. Liebe sein Lachen, ach, alle Ehre dem Herrn, ich küsse deinen Schädel, hier. Küss! Du Herzmann, ich Robin, nee, genau, du Herzmann. Herzmann und Robin. Ich glaube, ich mache demnächst ein T-Shirt hier mit meinem Kopf und mit dem Kopf meines Bruders. Abo Hetzerei und Hetzman und darunter so die Head Street Boys. Was meint ihr, wie cool das kommt? Und immer wenn ich fahre, bin ich da mit diesem T-Shirt. Abo Hetzerei. Hetzmobil? Dann kommen so diese zwei Köpfe raus aus diesem Van. Dann ist hier auf der rechten Seite dann der Abo Hetzerei, mein Bruder. Und ich auf der linken Seite so. Hetzman. Hetzmobil. Mach das ehrlich. Ja, ich denke mal so als kleiner Gag, weißt du? Oder wisst ihr? Abo Hetzberg. Schauen wir mal, wer ist hier drinne? Who wanna talk to Dr. Sher Abu Amir? Amir, wie war CP so als Mensch? Ganz cooler Typ, ja? Ganz netter, höflicher, cooler Mann. Amir, ey, du bist der beste Mann. Wir kennen uns schon. Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche geredet, als ich gesagt habe, dass ich zum Christenglauben gegangen bin und meine Eltern auch dazu gebracht habe, an Jesus, den einzig wahren Gott, zu glauben. Ja, kannst dich noch erinnern, ne? Ja, ich erinnere mich wieder, ja. Ja, ich wollte nur sagen, ey, ganz ehrlich, ich finde das so toll, deine Arbeit, ey. Und es müssten mehr Menschen geben wie du. Also mehr müssten es so praktizieren und machen, ey. Ja, was meinst du, wenn es so viele Dr. Sheikh Abu Amirs gibt? Da haben wir ja gar keine Probleme mehr hier in Europa. Ja, aber Amir, da ist alles gelöst. Dann ist alles gelöst. Dann ist alles gelöst. Super. Der Knoten ist gelöst. Der Knoten ist dann gelöst. Ja, genau. Der Knoten ist dann komplett gelöst. Ja, was meinst du, wenn die alle so diesen Gedanken gut wie ich dann haben, diese ganzen Salafis, alle Muslime, dann gibt es keine Scharia, niemand will dieses Land in Besitz nehmen und so. Die wollen nicht kämpfen, gar nichts. Die leben einfach gar ihr nicht. Leben, sind freundlich zu allen anderen und gut ist. Aber selbst die Dschihadisten oder die Salafisten, selbst die werden sich vielleicht dann bekennen oder so, weil die sehen, genau, was die jetzt für einen Mist da bereiten, ey. Ja, richtig, genau. Ja. Amir, was ich dich nur fragen wollte, würdest du ja, weil du ja auch Christ bist, würdest du jetzt auch mal so nach Rom fahren und da zum Papst oder so oder gar nicht? Oder interessiert dich das da gar nicht so? Wie die da im Vatikan da. Kann man machen, aber das ist nicht Teil meines Glaubens, irgendwo hinzufahren oder hinzupilgern, um dadurch meinen Glauben zu verbessern. Einfach nur so, um mir das mal anzugucken. Ja, warum nicht, aber. Ja. Aber du findest das gut, dass es im christlichen Glauben diese Weltjugendtag gibt für die jungen Leute, dass sie sich irgendwie zu Gott bekennen und so. Ja, natürlich. Gemeinschaft mit den Gläubigen ist immer gut.
Ja, und ich meine, weil ich glaube, das ist auch heutzutage hier in Deutschland so schade, wenn man sich das überlegt, dass es 90% der deutschen Atheisten gibt und der Rest sich nur mit dem Herrn Jesu befasst und der Rest ist halt ungläubig. Aber das heißt ja Ja. nicht, dass sie schlechte Menschen sind, aber man kann sie zu der richtigen Pforte führen. Ja, natürlich, du musst den Herrn Jesus Christus dann machen lassen, ne? Ja, Die Leiber natürlich. müssen zur Verfügung gestellt werden. So, Amir, mein aber Lieber. wer ist eigentlich für die ganzen Moslems, wer ist da so ungefähr auf der gleichen Stufe so wie der Papst? Wer ist da so richtig? Weil du bist ja Moslem, du kennst dich ja aus. Ich kenne mich da ja nicht aus, deswegen frage ich dich. Ja, die haben nicht jetzt jemanden, den sie da übelst verehren, aber halt ihre Gelehrten halt, ne? Die Halt heutzutage noch Mohammed, leben und einen prominenten Mohammed und Status. Allah, ne? Mohammed und Ja, Allah. die ja sowieso, aber ich meine die Lebenden, diese Ja. Schiuchs und Imame, die noch leben und einen hohen Rang bei den Muslimen genießen, ne? Ja, Amir, was ich dich noch fragen wollte, weil die Juden sagen ja Jehova, ne? Ja. Aber ist es jetzt Jehova auf den Herrn Jesus zu führen oder auf seinen Jesus Fa Christus ist Jehova selber, der ins Ja, aber Fleisch wenn. gekommen ist. Ja, aber guck mal, du sagst ja auch, es gibt ja Jesus sein Vater, also Gott oder so. Weiß man von dem seine Bedeutung, sein Namen? Bitte? Das ist dieser Von. eine Gott, der sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart. Jehova, Jahwe. Ach Verstehst du? so. Das heißt, er ist Gott, Vater und der Heilige Geist. Jesus heißt ja, Jahwe rettet. Genau. Okay, mein Aber Lieber, Gott segne dich, ja? dich auch. Ich will dich auch nicht weiter aufhalten und ich komme gern mal wieder zu dir rein, wenn du magst. Okay, du Und bist mach immer so wieder weiter, ey, mach so weiter, mach herzlich so eingeladen. weiter. Zerstör die Islamisten und lass nur Liebe sprießen. Okay, mach's gut, mein Kleiner. Ja, ciao, ciao. No, ja, genau, noch schönen Ciao. Mittwoch. Die kleinen Islamisten sagen. Ja. Gibt natürlich auch solche. So. Hallo. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Eon. Was geht, was geht? Ich danke dir. Eon, von Wunderabend. Ewigkeit zu Ewigkeit. Was meinst du? Ewigkeit zu Ewigkeit. Eon, Ewigkeit. Was soll das bedeuten? Dein Name, Eon. Hat's eine Bedeutung? Ewigkeit. Wallah, ich weiß nicht, Bruder. Ich hab gar keine Ahnung. Eon heißt von Ewigkeit, also diese Ewigkeit. Aber auf welcher Nie Sprache? Wo enden. hast du die Bedeutung jetzt? Ja, weißt du doch, du kennst auch diesen Stromanbieter Eon. Kenne ich leider nicht, aber krass. Gut, habe ich jetzt irgendwie eine Bedeutung. Ist geil. Ich habe eigentlich ein Nicht paar schlecht, Fragen, ne? ja? Ja. Erstmal, wie geht's dir? Ist klar, wenn ja, wir. Handle Jesus, ja. Mir geht's richtig gut, dank Jesus Christus. Das freut mich, das freut mich. Du siehst echt gut aus. Wallah, für 38 stabil. Richtig sexy, Komm, Wallah. jetzt geh mal links-rechts-Küsschen auf bei dir. Ich mache das immer, wenn Leute reinkommen und dann schön diese Liebe geben, dann muss man direkt umarmen und links-rechts-Küsschen geben. Ja, normal, Bruder, du bist echt stabil, Wallah. Aber ich habe ein, zwei Fragen, die haben mich ein bisschen vorhin gestört. Ist schon wieder warm. Ja, extrem. Eigentlich habe ich nur Ja. eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Erde flach ist. Ja, im Koran steht das. Aber ich habe es komplett anders im Kopf, dass unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Erde ovalförmig ist. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Eigeninterpretation. Aber die Gelehrten des Islam sprechen eine andere Sprache. Du kannst auch die Sure 36, Vers 38 aufschlagen, wo Allah sagt, dass die Sonne ihren fixen Punkt hat und am Laufen ist. Das ist aber völliger wissenschaftlicher Unsinn, weil die Sonne stillsteht und die Erde sich um ihre eigene Achse dreht. Richtig? Ja. Ja, siehst du, also ist Allah ein unwissendes Wesen. Deswegen hat Ali Dawa gesagt, Da, alle da, da, Bruder. wissenschaftlichen Wunder im Koran sind widerlegt worden, weil er weiß das. Das Ja, war's. Bruder, aber ich bin nicht so sicher, da will ich nicht so viel reden, aber. Er ist widerlegt worden aus dem Mund von ihm selber. Danke, Herr. Okay, Bruder, scheiß jetzt darauf.
Ja, scheiß doch da drauf, ja, super, ey. Damit ist der Islam komplett ruiniert worden, aber scheiß mal da drauf, ey. Leider, wo ist er ruiniert worden? Ja, überleg mal, wenn Allah einen Fehler macht, wissenschaftlichen Fehler, und die Wissenschaftler das beweisen kann, dass Allah einen Fehler gemacht hat, dann kann er doch nicht Gott sein. Worte. Ich guck doch gar nicht im Koran rein, Wallah. Du sagst mir gerade einfach nur so und so ist gesagt worden. Ich habe nicht mal selber recherchiert, deswegen frage ich mich. Du hast doch gerade eben gesagt, als du gesagt hast, ja, aber Mohammed hat was anderes gesagt, da dachte ich, dass du recherchiert hast. Nein, ich habe so gehört, ich sag's doch, ich habe ja, gehört, da kannst du nicht, das kann so nicht vorgehen, gehört. So geht man mit seiner Seele um. Okay, aber eine andere Frage, wie betest du? Weil ich habe ja vorhin direkt erzählt, zum Herrn Jesus Christus. Aber wie genau, du meinst irgendwas mit in dir drin oder keine Ahnung, wo hast du da erzählt? Nein, wenn ich alleine bin, dann gehe ich auf die Knie, oder wenn ich die Möglichkeit, dann gehe ich auf die Knie und bitte direkt zu meinem Herrn Jesus Christus und danke ihm für alles, was er in meinem Leben tut. Egal wann, egal wo. Das ist nicht eine Busstation, die wir nehmen und einen auswendig gelernten Text runterbrettern. Warum machst du dich so lustig? Eigentlich bist du sympathisch, aber irgendwie machst du dich ein bisschen zu viel lustig, sag mir mal so. Ja, das ist meine Art, du weißt doch. Nein, aber trotzdem korrekt. Sonst, wie bist du am Arbeiten? Ich bin Mossad-Agent. Siehst du, ich habe hier eine Waffe, hier auch. Maschine. Ich sehe aus wie so ein richtiger Bulle, ey. Letztes Mal habe ich einen Polizisten gesehen, der sah so aus wie ich mit dieser Frisur, alles, ey. Mit diesem Bart und sowas, alles. Alle Gigolo. Aber ey, ich könnte richtig wie so ein Gigolo rüberkommen, ja? Ein richtiger Gigolo-Polizist. Aber warst du eigentlich echt Muslim? Ich habe gehört, du warst Alevit oder so. Nein, ich war kein Alevite. Ich bin ein Iraner, bin in einer schiitischen Familie groß geworden, aber habe mich für die sunnitische Richtung dann letztendlich entschieden gehabt. Okay. Und du warst damals kriminell? Und das auch, ich glaube, du hast doch verbunden gehabt mit dem Islam, richtig? Was heißt verbunden gehabt mit dem Islam? Aber das war in dieser ganz komplette islamische Lebensphase, ne? Du siehst ja, dass die Muslime, die heutigen Muslime, die auf einmal so auf einmal gläubig werden, vorher in so einer Jahiliya-Zeit gelebt haben. Obwohl sie Muslime waren, hatten sie aber nichts mit dem Islam zu tun. Bis auf einmal der Zeitpunkt kam, wo sie sich dann mit ihrer Religion beschäftigt haben. Und genauso war das bei mir auch. Okay. Ne, immer schon Muslim gewesen, aber nie sich mit der Religion befasst, bis eines Tages dann der Tag kam, dass man sich so dachte, was hat das denn auf sich mit dem Islam? So, und da hat man sich damit beschäftigt. Ne? Okay. Aber ich frage dich auch mal, was hältst du denn davon, wenn zum Beispiel dein Familienmitglied durch einen anderen Andersgläubigen getötet wird und er aufgrund dieses Tötens nicht getötet wird? Findest du das gerecht? Nein, war das nicht gerecht. Ja, siehst du, dein Prophet hat gesagt, dass das Blut eines Muslims darf nicht vergossen werden, wenn er einen Käfer tötet. Warte mal, wo war das gerade? Schickst du irgendein Hadith oder so? Ja, Sahih al-Bukhari. Ja, zeig mir mal den. Wo kannst du irgendwo nachlegen? Ja, ich hab den hier. Sahih al-Bukhari 6915. Mhm. Kein Muslim darf getötet werden, wenn er einen Kafir tötet. Hier gilt kein Qisas, gleiche Bestrafung, siehst du? Aber war das nicht zeitinterpretiert? War das nicht irgendwie... Das gilt für alle, für immer, also das ist Sunnah. Sobald ein islamischer Staat existiert, wird auf Grundlage von Koran und Sunna gerichtet. Und wenn Mohammed solche Aussagen getätigt hat, dann wird es für jeden Käfer in einem islamischen Staat ultra gefährlich. Weil stell dir mal vor, jetzt pass mal auf, ich gehe mal noch weiter. Wenn der Muslim auf einmal den Nicht-Muslim tötet und dann wird er sowieso nicht mit dem Tode bestraft. Um nochmal der Strafe sowieso zu entgehen, kann er einfach sagen, ja, der hat Mohammed beleidigt. Wer geht denn los und prüft nach, was der Käfer denn gesagt hat? Die sagen, ja, sein Blut darf vergossen werden, weg damit. Heftig, ne? Ich kann dir nicht glauben, ich weiß nicht, ich muss selber das nachgucken. Wie, du kannst mir nicht glauben, das ist so. Ich werde selber nachgucken. Deswegen frage ich dich. Ich kann dir mal einen richtigen Beweis geben, wie Mohammed reagiert hat. Als eine Frau ihn so geschmäht hat, einfach nur ihn kritisiert hat. Und dann wurde sie getötet. Da hatte Mohammed gesagt, ihr Muslime, seid meine Zeuge. Für ihr Leben ist kein Blutgeld zu bezahlen. Wahnsinn. Und der Mörder kam frei. Weil sie Mohammed geschmäht hat. Wahnsinn, ne?
Okay, wo hast du das? Auch aus Ding? Ja, zeige ich dir jetzt. Sunan an-Nasai, Hadith 4070. Der Grad des Hadith ist Sahih, korrekt. Ja? Und hier heißt es, there was a blind man during the time of the Messenger of Allah. Es war ein blinder Mann in der Zeit des Gesandten Allahs. Who had an walad, by whom he had two sons. Also er hatte eine Frau, mit der er zwei Söhne hatte. She used to slander and defame the Messenger of Allah. Sie hat den Gesandten Allahs geschmäht, also so beleidigt. A great deal, and he would rebuke her. Also der hat sie dann zur Rechenschaft gezogen, diese Frau. But she would not pay heed. Also sie hat nicht zugehört dem Typen. And he would forbid her to do that. Also hat er sie befohlen, das nicht zu tun. Aber sie hat es ignoriert. But she ignored him. The blind man said one night, mentioned the prophet, and she slandered him. I could not bear it, so I went and got a dagger, ich habe ein Dolch genommen, which I thrust into her stomach, in ihr Bauch drauf gedrückt. Jetzt pass mal auf. Stomach and leaned upon it and killed her, und habe sie getötet. In the morning she was found slain, also sie wurde tot aufgefunden. Mhm. Mention of that was made to the prophet, das wurde dem Propheten berichtet. And he gathered the people and said, und er hat die Leute zusammengerufen und sagte, I adjure by Allah, ich bezeuge bei Allah, a man over whom I have the right, that he should obey me, and he did what he did, to stand up. Also der Mann soll aufstehen, der diese Tat getan hat. Der blinde Mann stand auf, started to tremble and said, O Messenger of Allah, I am the one who killed her. She was my walad. And she was kind and gentle toward me. And I have two sons like pearls from her. But she used to slander and defame you a great deal. I forbade her. Ich habe es ihr verboten. But she did not stop. Also hat sie nicht aufgehört. And I rebuked her. Ich habe sie zur Rechenschaft gezogen. But she did not pay heed. Also die hat mir nicht zugehört. Finally, I mentioned your name and she slandered you. Also sie hat deinen Namen total so in den Dreck gezogen. So I went and got a dagger, ein Dolch, which I thrust into her stomach, und hab mich da dran gedehnt, hab sie getötet. The Messenger of Allah, jetzt pass auf, was Muhammad sagt. Eigentlich müsste er ihn umbringen, den Typen. Der Gesandte Allah sagte, oh, seid meine Zeugen, I bear witness that her blood is permissible. Ihr Blut ist halal, sozusagen, erlaubt. Ja, 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 ja. Wahnsinn, ne? Aber warte das mal, Ami. Das ist die Katastrophe. Jetzt pass mal auf. Wenn in einem islamischen Staat die Muslime ihr Maul gegenüber ihrem Mann aufmacht und er die Schnauze voll hat von dieser Frau, so kann er sie einfach umbringen, um den Tod selber zu entkommen, weil er eine Muslime getötet hat, braucht er einfach nur zu sagen, diese Frau ist verrückt gewesen, hat Mohammed beleidigt. Was dachte Für du, ihr Mann, Blut ist kein... Sag so. Kein, hier, nicht zu bezahlen. Unfassbar, ne? Aber ey, Ami, guck mal, jetzt die Informationen, die du hast, kannst du die mir schicken oder so? Ich will mal selber lesen. Ja, 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 kannst du hier. Sunan an-Nasai 4070. Das ist nicht der einzige Hadith. Sunan Abi Dawud 4361 ist er nochmal aufgelistet. Ja? Nein, ich werde mir das selber mal anschauen. Ich werde mir so die Sachen machen. Ja, mach das. Ich bitte sogar darum. Du wirst Schock bekommen. Du denkst dir, was ist das denn bitte? Hä? Da kommt ein Mann, bringt die Frau um, weil sie irgendwas gegen Mohammed sagt. Mohammed bestraft nicht den Mann, sondern sagt, oh, seid meine Zeugen, für ihr Blut brauchen wir nichts zu bezahlen. Es ist okay, kein Problem. Weg mit der. Nein, das ist das Gerechtigkeit oder was? Nur weil man Mohammed jetzt kritisiert? Das hört sich nicht gerecht an, aber guck mal. So, ich weiß nicht, du erzählst mir das gerade, ich muss wie gesagt selber lesen, aber... Kann ich mal nur für dich, mach für mein Herz bitte, du übertreibst ein bisschen, ja, wie du den Islam so, du lässt es so komplett schlecht dastehen. Ja, sag du mir, wie du das findest, also ohne, nein, dass ich jetzt irgendwas sage. Das hört sich gut an so, aber ich muss, wie gesagt, selber lesen, aber meinst du bei, also jetzt, bei dir, was glaubst du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, ich glaube an den Herrn, der für meine Schuld bezahlt hat am Kreuz, ja. Okay. Ja, weil da komme ich jetzt auch nicht so richtig raus, was, an was du glaubst. Bist du Christ? An
Weil da gibt es ja auch. Genau, ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, liebe meinen Herrn Jesus Christus, der mir befohlen hat, die finsteren Werke aufzudecken nach Epheser. Und das machen wir hier auch, verstehst du? Und das ist die pure Finsternis. Okay. Kannst du mir das mal erklären mit der Dreier, dieses Trio, wie nennt man das nochmal? Dreieinigkeit. Genau. Ja, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und wenn er dreieinig ist, dann müssen wir ja auch dreieinig sein. So bist du, Eon, bestehend aus Körper, Geist und Seele. Aber du bist nicht drei Eons, sondern drei Komponenten ergeben diesen einen Eon, richtig? Ein Mensch bestehend aus Körper, Geist und Seele. Beispielsweise die Zeit oder Materie. Zeit definiert sich durch Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Alles drei ergibt Zeit, richtig? Ja. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Der Herr Jesus Christus war schon von Ewigkeit her der ewige Gott. Er löste sich los von dieser heiligen Trinität, kam als ein sterbliches Wesen hier auf dieser Erde und hat ein makelloses, heiliges, perfektes Leben gelebt. Er hat für die Schuld der Menschen bezahlt. Jeder Mensch, der diese Gnade annimmt, so sagt der Herr Jesus Christus, komm her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das kann nur jemand sagen mit vollster Autorität, als wäre es Gott selber. Denn aber nur Gott allein kann uns ewiges Leben geben, richtig? Ja, nur Gott allein. Aber glaubst du ernsthaft, Jesus ist Gott? Ja, natürlich, er selber sagt es. Aber ich verstehe es nicht, warum wusste er nicht die Zeit, wann er sterben soll? Da ist er Gott. Wann er sterben soll? Ja. Wie meinst du das, wann er sterben soll? Wusste er die Zeit? Du meinst, weil dass er nicht wusste, dass wann der Tag des jüngsten Gerichts war, oder was? Ja. Da hat er in der menschlichen Form gesprochen. Du siehst ja, der Apostel Paulus sagt uns in Philipper 2, Vers 6 bis 11, dass er sich völlig entäußert hat. Das ist diese sogenannte Kenosis. Und da heißt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das heißt, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, hat er sich selbst erniedrigt. Das heißt, seine Allmacht abgelegt, seine Unsterblichkeit abgelegt, alles. Aber dann ist er nicht Gott. Bitte? Aber dann ist er ja nicht Gott, oder nicht? 100% Mensch und 100% Gott. Dem Geiste nach 100% Gott, dem Fleisch nach 100% Mensch. Boah, Walla, das hört sich richtig komisch an, Bruder. Ich ja, sag Gott, ist nicht mit unserem, Gott ist nicht mit unserem Verstand zu begreifen. Allah kannst du so locker einfach begreifen, aber den Gott der Bibel, der ist nicht. Nur der Herr Jesus Christus hat uns kundgetan, den Wahrhaftigen zu erkennen. Halleluja. Ach, Amir. Du musst umkehren, du musst den Jesus Christus finden, Mann. Nein, Bruder, niemals. Ja, das ist das. Boah, bald geht's los. Ich muss, bis ich sterbe, Bruder. Also nicht böse gemeint, nimmst du dich böse auf. Du glaubst also, dass Gott wie ein Zuhälter im Himmelreich auf dich wartet und die 72 Jungen... Bitte. Wallah, sag doch sowas nicht, ja. Ich küsse doch okay, dein Herz, aber... Okay, ich nehme diese Zuhälter-Dings zurück. Aber du glaubst, dass Gott wie ein... Also wie so jemand da im Himmelreich auf dich wartet mit seinen Frauen, die der dir dann gibt, so diese 72 Jungfrauen, die du dann bis in alle Ewigkeiten beglücken darfst? Ja, doch, glaube ich, mein Bruder. Ja, glaubst du auch daran, dass Allah dein Penis so dick und so lang macht wie eine Palme? Bitte. Bruder, stell mir nicht so viele Fragen. Ich bin gerade vorne aufgestanden. Lass mich doch mal kurz leben. Aber ja, hey, ist das heftig oder ist das... Der Mohammed sagt sogar, du darfst deine eigenen Familienmitglieder auseinandernehmen. Bruder, du übertreibst wieder, Bruder. Sagst du die Sachen nicht, bitte. Pass auf deine Zunge auf. Wallah. Ja, okay, Entschuldigung. Er sagt, du darfst mit deinen weiblichen Familienmitgliedern in Gender schlafen. Ah, Bruder, da würde ich wieder gesagt einfach... Ruhig bleiben lieber, weil ich bin mir da nicht so sicher, was du davon dir gibst. Aber Ami, wie läuft eigentlich mit der Shisha-Bar? Wolltest du nicht eigentlich Shisha-Tabak aufmachen? Ja, bald, für euch alle. Was meinst du, wenn ich meinen Shisha-Tabak rausbringe als Feierabend? Da können die ganzen Leute einpacken. Aber hey, wolltest du dich nicht mit ABK treffen, ein bisschen trainieren oder so? Nein. Aber das wäre schon aber lustig. Wallah, ich mag ABK. So, lass ABK mich dir kurz vorlesen, guck dir das mal bitte an. Tam. Imam Al-Qurtubi sagte, im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten sind, außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern. Dadurch werden keine Kinder gezeugt. Somit ist dieser SEX vergleichbar mit ANAL-Verkehr und nicht verboten.
Nur seine Töchter und seine Mutter darf einen Mann nicht punkten. Es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein Penis gegeben wird, der einer endlos langen Palme gleicht und dazu eine Vagina, die ausreichend Platz für einen solchen Penis bietet. Und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig schlafen. Ich muss lachen wegen dem Gesicht, Wallah. Ich muss lachen wegen dir, Wallah. Ich ist das krank, Mann? Nein, aber warte, von wo hast du das jetzt? Ja, aus dem Buch von Imam al-Qurtubi, Tuhfatul Habib, al-Shal al-Khatib auf der Seite 353. Das war aber noch nicht alles, das war nicht die einzige Quelle. Im Himmel ist dem Mann erlaubt, mit allen Frauen Sex zu haben, die ihm auf der Erde verboten sind, mit Ausnahme der eigenen Mütter und der eigenen Töchter. Und der Mann darf Sex mit zwei Schwestern gleichzeitig haben. Es besteht keine Schande darin, Sex mit jemandem ANUS zu haben. Und es wurde berichtet, dass jedem von euch im Himmel ein PENES gegeben sein wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Wo finden wir das? In Al-Bujairimi, Al-Khatib, Band 4, Seite 78. Aber ist doch krass, so einen Penis zu haben. Ich sag dir ganz ehrlich, warum soll ich da Nein sagen? Wallah, ich nehme mit Herzen. Die ersten schreiben Astaghfirullah. Guck mal, die ersten schreiben Astaghfirullah. Das ist krass, mit so einem riesen Palmen-Penis rumzulaufen, ne? Das ist doch krass, oder nicht? Sag mir ehrlich. Der Allah sagt dir sogar, du bist ein Haus bekommen. Und dann wirst du eine 70 Jahre lange Dauer-Orgasmus haben. Das heißt, du hast eine Dauererektion und bist die ganze Zeit mit deinem Penis in dem Haus am rumlaufen. Ja, guck mal, wenn Allah das so sagt, ich habe 70 Jahre lang Orgasmus, dann ist das so, Bruder. Was soll ich sagen? Das kann nicht mehr wahr sein. Du musst umkehren, das in Frage stellen, Mann. Aber ich verstehe es nicht, ne? Trotzdem, ich verstehe auch allgemein das Christentum nicht. Da gibt es auch so viele Lücken. Wie wäre es denn, wenn du mal anfangen würdest, überhaupt das Neue Testament zu lesen, um Jesus Christus kennenzulernen? Wie? Wie wäre es mal, wenn du anfangen würdest, das Neue Testament zu lesen und Jesus Christus kennenzulernen, den wahren Jesus, nicht Isa? Nein, Bruder, wenn dann Isa, Bruder, aber ich würde gerne mal lesen, Bruder, ich mag das gern, so allgemein über Religion ein bisschen zu recherchieren. Ja, ist doch gut. So. Das ist doch super, nimm dir die Zeit, weil eines Tages gehst du ja an den Tod. Mhm. Aber ich weiß nicht. Eigentlich wollte aber ich weiß nicht. Hä? Aber ich weiß nicht, sagt er. Nein, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe selber eigene Probleme, ich muss mich da auch... ich habe selber eigene Probleme. Ich muss mich erst um meinen Kram kümmern. Ne? Ja, weil es irgendwann mal gibt es ein zu spät. Ja, Bruder, wenn das so ist, dann was soll ich machen? Ja, nee. Aber ich schaue, dass ich einfach weiterhin auf dem Weg bleib. Und guck mal hier, was hier steht. Nach jedem Sex wiederhergestellte Jungfräulichkeit. Der Gesandte Allah sprach, immer wenn die Männer im Paradies mit ihren Frauen Geschlechtsverkehr haben, wird hiernach die Jungfräulichkeit der Frauen wiederhergestellt. Sie werden wieder zu Jungfrauen. Al-Bidaya wal-Nihaya, Band 20, Seite 350. Und Al-Qurtubi Band 15, Seite 42, ist das heftig. Ja, du sagst mir wieder Sachen, ich habe das auch nie in meinem Leben gehört. Genau, 99% der Muslime haben es noch niemals gehört. Weil nein, sonst würden die sagen, was ist das für ein allerletzter Rotz? Ich höre es aus deinem Mund. Aber warum sagst du eigentlich nicht Sex? Warum sprichst du eigentlich Sex nicht aus? Ich darf das hier nicht aussprechen. Sobald ich diese Wörter sage, werde ich gesperrt hier. Ach so, Tams, tut mir leid. Aber Ding... Ja, ich hab die Scheiße los, dein Mund. Wallah, ich muss selber schauen. Weil dir kann ich eh nicht glauben, Ami. Wallah, du bist sehr sympathisch. Du bist wie ein kleiner Teufel. Aber irgendwie mag ich dich, Wallah. Was für ein kleiner Teufel. Ich bin wie dein Dr. Scheer, der dir hilft und dir, der dir zeigt, wo du das findest. Du kannst den Hadith nicht, du kannst die anderen Sachen gar nicht. Siehst du? Nein, ich bin ernsthaft unwissend momentan. Ja. Ich bin ernsthaft unwissend. Aber ich glaub dir trotzdem nicht, Wallah. Ich hab dir ja die Quellen genannt, von daher kannst du ja selber prüfen. Ich hab's eh alles aufgenommen, ich werde es mir nachher noch anhören. Und ja, meine Meinung immer noch, Allah ist der Größte, so, ich bleibe. Naja, Allah ist nur ein Bein. Und da werde ich wieder ein bisschen sauer. Ich sag das doch selber, dass der ein Bein ist. Jetzt müssen wir wieder irgendwas vorlesen, bitte, Armin, du machst meinen Kopf Schrott gerade. Nein, er ist selber ein Bein, glaub es mir. Ja, der ist ein Bein. Bruder, du sagst Wörter, Wallah, ich hoffe, ich will sowas über Jesus sagen. Ja, was willst du denn über Jesus sagen? Ich würde es auch mäßig bloßstellen, so wie du es bei Allah machst, Bruder. Okay, wenn Allah von sich selber aussagt, dass er ein Bein hat, ist er dann in seinem Bein oder außerhalb seines Beins? Hä? Ich wollte gerade sagen, wo sagt er das? Jetzt holst du mir irgendwelche Bücher raus, Bruder, ich habe keine Ahnung. In Sura 68, Vers 42
Und in Sahih al-Bukhari Hadith 7439. Okay, nein, ich würde mir das angucken. Das wird Na, spannend habt ihr sein, oder? gesehen? Dr. Sheikh Abu Amir hat sich das gemerkt. Ja, Sahih diese. al-Bukhari 7439. Du bist ein Fuchs. Du merkst dir die schlimmsten. Aber warte, weißt du was? Ich werde bald irgendeinen reinholen, der auch ein, zwei Lücken in der Bibel findet. Er wird Der sich Dr. auseinandernehmen. Sheikh Abu Amir kennt sogar die ganzen Hadith-Nummern. Das musst du dir mal geben. Das ist Das ist krank, ey. krass. Das ist krass. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Ami, dass du insgeheim in tief in dir drinnen noch Muslim bist. Doch, doch. Nein, ich habe das schon längst abgelegt. Ich mache das für meine ehemaligen Glaubensgeschwister, damit sie eine Möglichkeit haben, den Islam auch von einer kritischen Seite zu beurteilen. Nicht einfach blind zu glauben, was die Imame und Schiuchs denen sagen, sondern selber auf die Suche gehen und ihre geistige Freiheit zurückbekommen. Nur dann können sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Johannes 8, Vers 12. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Aber es war ziemlich amüsant, mit dir zu reden, Amir. Ich werde mir die Sache angucken. Und habe mich Tatsächlich, mein gefreut, auf Lieber. jeden Fall. Mich hat es auch gefreut, mit dir zu reden. So, ich küsse dein Herz. Möge Allah dich Ich recht bin halten, auch mein dein. Bruder. Gott segne dich. Haust rein. Okay, ciao, ciao. Ja, wundervoll. Ganz, ganz lieber, lieber Mann. Sura An-Nisa 24. Wer ist denn hier drinne? Wer willst du Dr. Sheikh Abu Amir? Dem heftigsten Polizisten Dr. Sheikh? Wer will hier zum Mossad-Agenten? Erhebe die Hand! Erhebe die Hand! Suda Al-BMW M3. Der war gut. Suda BMW M3. Das war heftig. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für die ganzen Geschenke. Danke, Danny. Dr. Sheikh Abu Amir. Kannst du mich hören? Ich höre dich, ja. Boah, beim letzten Mal konntest du mich nicht hören. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Und bei dir? Bei mir ist auch alles gut. Bei mir ist auch alles gut. Guck mal, ich habe ein paar Fragen an dich. Hast du Zeit oder musst du gerade für den Mossad irgendwelche Pakete wegbringen? Ich muss gleich für den Mossad irgendwelche Pakete wegbringen, aber ich habe noch ein Okay. bisschen Zeit für dich. Okay, guck mal, wann? Jetzt muss ein Agent geworden, der Dr. Sheikh. Ja, du Ich bringst so sagte, Pakete, die weg, chill. die Muslime kommen auf solche verrückten Ideen. Die sagen, ey, das ist so ein jüdischer Agent oder sowas, ey. Ja, aber glaubst du denn, das hat nur was mit Muslimen zu tun? Ja, nur die sind so. Ach, die machen diese Verschwörungstheorien. Ich dachte, ich wäre schon ein heftiger Verschwörungstheoretiker, aber was die an den Tag legen, ist ultra heftig, ey. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das war wirklich so. Ich bitte dich, wenn ich Mossad-Agent wäre, dann würde ich nicht jeden Tag hier so rumfahren, ne? Wer weiß, vielleicht musst du das machen, sonst killen die dich. Dr. Sheikh Abu Amir und sein Hetzmobil, Wer ist Sheikh Abu Amir? Ich kenne ihn nicht. ey? Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir. Heißt du Amir mit Vornamen? Ich heiße Amir, ja. Okay, wo kommst du gebürtig her? Aus Iran. Also deine Wurzeln, wo liegen deine Wurzeln, sagen wir es Aus mal so. Iran. Iran. Bist du hier geboren? Nein, in Iran. Okay, und dann bist du nach hier gekommen und du bist Moslem gewesen, oder wie? Ja, genau. Und du? Ich Ja. bin auch Moslem Ja. und ich versuche einfach jetzt gerade dich zu verstehen. Okay, was aus welchem Land kommst du denn? Ich komme aus Algerien. Ah, Algerier. Ja, du kannst ja uns erzählen, wie die Algerier Muslime geworden sind, was die Araber euch angetan haben. Das weiß ich nicht. Ja, also wenn Also du ich die weiß, dass Geschichte. das, was heißt, ich weiß es nicht. Ich kenne die komplette Geschichte nicht, aber ich weiß ja, dass früher viele, also der Großteil Ihr wart ja niemals der lebenden Muslime. Menschen Berber Marokkaner, waren. Tunesier, Algerier, die waren ja keine Muslime. Ihr gehörtet zu einem Volk der Beduinen irgendwie.
Nein, nein, nicht irgendwie. Also das, was ich weiß, ist auf jeden Fall, da haben So ein Beduinen, Berber Berbervolk, ihr gelebt. wart so ein Berbervolk, oder Ja, was und wart ihr, die ne? Berber waren ja früher Götzenanbeter. Das musst du bestimmt auch wissen. Das hat der Mossad dir Ja. bestimmt beigebracht in Tel Aviv. Ja, wie wurdet ihr denn Muslime? Das frage ich mich. Also hier sagt ein Gelehrter, dass ihr Wie zwangsweise heißt der konvertiert Gelehrte? worden Sag seid. mir, wie der Gelehrte heißt. Guck mal, du musst mir auch sagen, wie der heißt. Ja, Damit ich ich den gucke gerade. Deutschen lerne. I have to look. You have to look. Nein, it's okay, do it. I have to look for you, Sag my dear. Echad Steim Schalosch und dann drück auf Enter. Irakisch-schiitischer Gelehrter Sheikh Sabah Shibar. Er hat das in einem Interview in Al-Ma'arif TV in Bahrain, 15. Oktober 2015, hat er es zugegeben. Kurden, Türken, Perser, Ägypter, allesamt wurden gewaltsam mit dem Schwert islamisiert. Was für ein Heftig, Schiih ist ne? das denn? Also was für eine Strömung der Schiih hat der? Kannst du das da sehen? Ja, warte, wir hören, ich mach mal auf Dings, wie heißt es? Spiegelverkehrt, warte. Spiegel dein Video. So. Kannst du dir. Muslimin futihat anwa bil quwwa qalil tujad buldan Halt mal ein bisschen höher, da ist der Chat, Bruder, futihat da ist der Chat. bi tariqatin Ja, ukhra. so. المدينة المنورة أسلم أهلها عليها طوعا هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله والإسلام منتشر فيها ما فتحت بالقوة لكن مكة المكرمة فتحت بالقوة العراق فتح بالقوة إيران Siehst تركيا du mein Land, Türkei, مصر Ägypten, الشام Syrien, المغرب Maghreb, والمغرب Nordafrika. Ja. بعد الإسلام فتحت بالقوة بالقتال قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسيف الإسلام Das انتشر ist richtig, siehst du? ثم ماذا دين Ja, du musst بالقوة nicht schreien, alles gut. Wir sind nicht im Mossad السيف Ausbildungscamp. ينتشر بالقوة إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبون بالسيف هذا Heftig. امر الله Der Mossad Mobil schreibt einer. Was? Da hat einer gerade geschrieben, Mossad Mobil. Boah, der Chat lenkt ab. Ja, aber guck mal, du kannst ihn wegmachen, das ist wieder seine Botschaft. Aber das musst du dir vorstellen. Aber willst du jetzt mal hin? Du siehst also, dass alle Länder, die heute islamisch sind, gewaltsam erobert wurden. Das weiß Ja, aber jeder. guck mal, du zeigst mir ja gerade einen, ne? Also du hast mir den ja gerade gezeigt, so mäßig. Aber gehst du jetzt nach ihm? Guckst du dir nicht noch andere an? Oder gehst du jetzt nur nach ihm? Du kannst ja auch Yasser Qadi angucken, der hat das Gleiche gesagt. Wie heißt der? Sag ihm, wie heißt der? Yasser was? Sheikh Yasser Qadi, das ist einer der heutigen führenden Schiuchs auf der Welt, die den Islam auswendig kennen und der mehr Titel hat als fast jeder andere hier auf der Welt. Also das ist unfassbar. Ja, der findet den Sheikh Yassir oder Yasser? Yasser Qadi, jeder kennt den Mann. Selbst der Aber Pierre ich kenne Vogel ihn folgt nicht. dem auf Instagram. Was? Google folgt ihn auf Instagram? Der Pierre Vogel folgt dem Sheikh Yasser Qadi auf Instagram, heftig, ne? Ja, Pierre Vogel von Ja, aber dem, dann siehst du mal, weißt du, dass der Pierre von Vogel dem nicht irgendein distanziere ich mich auf XY, jeden Fall. dass der Pierre Vogel nicht irgendein XY Sheikh folgen würde, wenn er nicht was von ihm hält, ne? Wie gesagt, von dem distanziere ich mich. Ja gut, aber du siehst, dass dieser Sheikh Yasser Qadi auch eindeutig sagt, er dankt sogar Allah, dass hier Khalid ibn Walid, das Schwert Allahs, ne, Ich kann, Saif ich kann, Allah. ich, ich muss mir erstmal gucken, ich muss erstmal gucken, wer er ist, was er sagt, dann muss ich mir seine Sachen angucken, dann kann ich etwas dazu sagen, aber so schnell beim Über Ich gucke mir das an, die ganzen Sachen, die du mir jetzt sagen wirst und gesagt hast, und dann können wir dann, wenn wir fertig mit diesem Gespräch sind, dann irgendwann nochmal quatschen, wenn ich das mir alles durchgelesen habe. Ja, okay, Warte, dann ich hast du ja gucke. jetzt schon, da hast du ja jetzt schon einiges, wo du dich mit beschäftigst, ne? Die Du Geschichte hast des mich auf Islams, jeden wie Fall. sie sich verbreitet hat. Und dann wirst du sehen, dass deine Verwandten damals alle gekillt wurden und du heute Muslim bist. Kannst du mir denn, also, wie lange bist du jetzt schon? Du bist Christ, hast du gesagt? Ja, ich habe den Islam vor ungefähr 8, 9 Jahren verlassen. Okay,
Dann Oder noch lass länger uns doch sogar. mal, erzähl mir mal ein bisschen was über das Christentum, weil darüber weiß ich halt gar nichts. Also über das Also Christentum wie möchtest du hat sich was das, wissen? also wie hat das angefangen, wie hat sich das ausgebreitet? Weil Religion hatte ich ja nicht in der Schule, da hatte ich Ja, ja der Philosophie, da hatte ich Apostel Latein. Paulus, das waren ja die Apostel, die durch den Heiligen Geist losgezogen sind. Und in der Apostelgeschichte kannst du das dann lesen. Und sie Wunder getan haben. Das heißt, sie konnten in verschiedenen Sprachen reden, um die Menschen zu evangelisieren. Und das ist einfach nur atemberaubend, wie der Herr diese Apostel und Jünger benutzt hat, um sein Wort ohne Gewalt, die haben nicht einen Tropfen Blut vergossen, alles evangelisiert haben, das Wort Gottes weitergegeben haben, ohne das Schwert zu benutzen, ne? Weil der Jesus Christus sagt, ja, wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Daher steckt das Schwert ein. Hammer, ne? Und was waren die Kreuzzüge? Kreuzzüge waren eine Verteidigung seitens der Christen, als die Osmanen damals vor den Toren Österreichs standen. Ja, sie wollten. Wäre es nicht die Kreuzzüge gewesen, wären wir heute eine islamische Nation hier in Europa. Sie haben sie also zurückgedrängt. Also quasi, die Osmanen wollten Österreich einnehmen oder was? So sieht's aus. Sie standen vor den Toren Österreichs und die Kreuzritter waren es, die sie zurückgedrängt haben. Das kannst du Ja, da alles schreibt einer nachlesen. Nein, Jerusalem. Stimmt das? Was nein, Jerusalem? Irgendeiner hat da geschrieben, nein, Jerusalem. Wir beide reden doch miteinander. Ich achte doch auch nicht die ganze Zeit auf den Chat. Ja, du musst doch alles beachten, das sind doch deine Möchtest Zuschauer. du auf den Chat achten oder willst du jetzt mit mir reden? Wir machen beides, ich kann beides, ich bin multitaskingfähig. Hat das dir der Ja, Mossad du nicht siehst ja, dass du dich beigebracht? ja nicht auf mich konzentrieren kannst. Ja, erzähl weiter und dann wollten die halt quasi, haben die sich verteidigt oder Genau, was? dann wollten die wollten halt dieses Europa einnehmen, islamisieren. Doch, das waren die Kreuzzügler, die das aufgehalten haben. Und dann gab es keine Kreuzzüge mehr. Dann gab es keine Kreuzzüge mehr, nein. Das war die, Okay. dann gab es die Zeitepoche der Aufklärung und, und. Ja. So ist das. Aber der Islam ist ja im 6. Jahrhundert stehen geblieben mit Eroberung und alles. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und du siehst auf einmal, wie Sheikh Al-Huwaini, kennst du den? Sheikh Al-Huwaini? Kenne ich nicht. Ja, der hat eine Khutba abgehalten. Da sagte der so, der Zustand der heutigen Muslime ist nur deswegen so, weil wir aufgehört haben, Dschihad zu machen, um die Kuffar zu zwingen, den Islam anzunehmen und wir ihre Reichtum nehmen können. Das ist der Zustand der Muslime. Das sind wir selber schuld und, und. Guck dir das an, was der Typ da sagt. Der verleitet also Muslime dazu, Europa so anzugreifen, damit man hier die Kuffar umbringt sozusagen und von den Was? Schutzgeld Das kann erpresst. ich nicht glauben. So extrem? Natürlich, was denkst du? Wo wohnt der? In welchem Land lebt der Typ? Also aus welchem Ägypten. Land kommt der? Ägypten, Ägypten. Das ist einer der prominentesten Schiochs auf der Welt, ne? Sheikh Al-Huwaini. Das ist eine hohe Nummer, ist das. Okay. Wie Kannst du denn auch wusste seinen ich Namen noch meine? aufschreiben? Kannst seinen Namen aufschreiben? Kannst du mal googeln, wer das Sag mal ist? noch mal den Namen, Sheikh. Sheikh Al-Huwaini. Huwaini. Al Wie wird das? Ueni U oder H? Nein, nein, H. Huwaini. Huwaini. Du wirst direkt finden, ägyptischer Gelehrter. Ja, warte, ich speichere den mir ab, ich habe den gefunden. Ja, siehst du? Aber erst auf Englisch, aber das geht, klar. Aber hier steht nicht viel über den. Aber gibt Ja, es du noch wirst Zellen? einige Sachen von dem herausfinden. Da gibt es einige Leute, die haben das auch ins Deutsche schon übersetzt und haben eine sehr gute Aufklärungsarbeit da gemacht. Ne? Der rät den Leuten zum Dschihad und sowas. Stell dir mal vor, was Ja, da würdest du sind, von mir also wenn, denken? also guck Dass mal, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, was du gerade sagst, dass der Leute zu Gewalt aufruft, kann ich das nicht unterstützen. Ja, Mohammed hat doch selber die Menschen zur Gewalt aufgerufen. Ja, meinst du? Ja klar, stell dir mal vor, dein Vorbild sagt zu dir, lass uns mal die Stadt Köln angreifen, um dort die blonden Frauen klar zu machen. Bruder, warum unbedingt Köln? Ja, ich gehe nicht nach Köln. Sag irgendwas anderes. Warum Köln, Bruder? Lass uns die Stadt Aachen angreifen, damit wir dort die Blondinen klar machen. Und dann? Ja, und da würdest du sagen, ja, das ist eine gute Idee, Mohammed. Dann lass uns das mal machen, nur wegen blonden Frauen. Die Männer töten und die Frauen erbeuten. Ob ich das in der heutigen Zeit machen würde, warum soll ich dann irgendwen angreifen, verstehe ich nicht. Ich habe dir gerade gesagt, wenn dein Vorbild zu dir, wenn du in der damaligen Zeit auch leben würdest, würdest du so ein Vorbild überhaupt akzeptieren, der dich dazu verleitet, an ein Dorf anzugreifen, um dort Blondinen klarzumachen? Würdest du? Oder würdest du sagen, bist du Wahnsinn oder was ist los mit dir? Willst du das machen? Auf keinen Fall. Und was, wenn, also du bist ja Christ und wenn du zu der Zeit von Jesus gelebt hättest und Jesus das sagen würde, würdest du das machen?
Gott sei Dank hat es Jesus niemals gesagt und ich würde das sofort in Frage stellen. Nein, würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Dann würde ich ihn in Frage stellen und sagen, ey, der Typ, der ist ein Teufel. Ja, dann wärst du jetzt gar kein Christ. Ja, wie dann wärst du gar kein Christ? Gott sei Dank hat der Jesus sowas niemals befohlen und niemals zu sowas aufgerufen. Weißt du aber, wer dazu aufgerufen hat? Soll ich das mal zeigen? Ja. Zeig mir das. Okay, ich zeig dir das. Da schreibt einer, was wenn das heftige Blondinen wären, Junge. Was hast du hier für Leute ja, drin, Alter? Das ist natürlich krank, das ist natürlich krank, echt. Ja, guck mal hier. Ja, Sure Leute, 9, man muss Vers- egal wem zuhören. Das ist egal, was er für eine Einstellung hat. Sure 9, Vers 49. Der Ausleger davon ist At-Tabari. Band 14, Seite 287. Warte, warte, warte mal. Du hast gerade Double Time gerappt, Bruder. Ganz normal, oh, langsam, langsam. Ich komme mit Sure 9. Komm. Sure 9, Vers 49. Ja? Ich finde das voll gut, dass du dir so Gedanken machst und das so aufschreibst und nicht einfach ja so gehirnlos einfach irgendwie nur so sagst, hey, das stimmt nicht und sowas. Bruder, ich werde bei meinem Glauben bleiben und das ist für mich auch die Wahrheit, aber das ist ja nicht der Grund, warum ich dich jetzt irgendwie beleidigen soll oder halt dir nicht zuhören soll, weil irgendwie, du hast mir jetzt nichts Böses getan, weißt du, was ich meine? Du hast vielleicht irgendwie gegen etwas eine Abneigung oder bist der Überzeugung von irgendwas, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt mit dir einen Krieg anfangen muss, weißt du? So sehe ich das. Den Tafsir dazu findest du bei At-Tabari, Band 14, Seite 287. Band 14, Seite 287. Jetzt hast du wieder was anderes gesagt. Was war das andere nochmal? Sure 9, Vers 49. Und den Tafsir, die Erklärung zu diesem Vers, findest du in At-Tabari, Band 14, Seite 287. Vers 49. Sure 9, Vers 49, genau. Und dann ja, die und Tafsir das, von ja, bei Tafsir weiß ich auch, da gibt es ja sehr, sehr viele. Da gibt ja verschiedene. Ja, gut, Imam At-Tabari, da brauchst du keine Fragen zu stellen. Die muss nie mal akzeptieren, seine Tafsir. Also, Ibn Ab. Bitte was? Also, wie hieß der Ibn? Tafsir Ibn, ja. Weiter? Tafsir At-Tabari. Du kennst noch nicht mal At-Tabari? Nein. Ach, du Heilige. Was bist du denn für ein Muslim? Was ist los? Hab ich dir das etwas umgebracht? Du kennst nicht Jahil Muhammad At-Tabari oder was? Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist die größte Quelle, wo du hinlaufen kannst, ne? Der hat ja im 7., 8. Jahrhundert gelebt, ne? Ja. Also der war ganz nah an Muhammad dran, ne? Also würdest du ihn jetzt quasi auch als authentisch bezeichnen? Ja, die Muslime sagen, seine Tafsire sind die höchsten Tafsire, die es überhaupt gibt. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, was mich interessieren würde, du warst ja... Ja, warte, lass mich das erstmal vorlesen, damit du weißt, was der Mohammed da gemacht hat. Guck dir das mal an. Dies meinte der Prophet in Koran Sure 9, Vers 49, wo es heißt, erlaube mir zurückzubleiben und verführe mich nicht. Er, der Prophet, sprach, greift die Stadt Tabuk an und nehmt euch dort die blonden Mädchen zur Beute. Da sprach ein Mann namens Al-Jad, erlaube mir zurückzubleiben und nicht am Dschihad teilzunehmen. Und stelle mich nicht auf die Probe. Erlaube mir zurückzubleiben und verführe uns nicht mit diesen Frauen, Mohammed. Heftig, ne? Da schreibt, ja, wenn das da so steht, ist das für dich bestimmt heftig. Ich weiß es, ich kenne Mentor Teilzeit-Muslim. Ey, Leute, ich habe selber gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ich höre ihm einfach nur zu und höre mir an, was er zu sagen hat. Der wird trotzdem mich von meinem Glauben nicht abbringen. Das geht aber, das ist die eine Sache, dem zuzuhören, und die andere Sache ist halt, ihm nicht zuzuhören. Ich habe dir jetzt ein paar Sachen gegeben, du kannst ja selber nachprüfen gehen und dann kommst du irgendwann mal wieder, ja? Gott segne dich, mein Lieber. Hau rein, mein Freund, ich wünsche dir was. Mach's gut. Papa, ciao, ciao. Auf. Wenn die beide Ohren zu halten. Ich suche auch Blondinen. Stellt euch mal vor, euer Vorbild verführt euch und will euch so anstacheln, ein Dorf anzugreifen, um nur so Frauen dort zu erbeuten. Ja, das ist eine Katastrophe, ist das, Mann. Ja, sagt es mir, schreibt es mir bitte mal hier rein. Ist das eine Katastrophe oder nicht? Oder was haltet ihr davon, ey? Komm, wir machen Dschihad um der Blondinen willen, ey.
Ey, das ist der absolute Wahnsinn, ey. Wenn es geile Blondinen sind. Das ist ein Teufel, ey. Richtiger Teufel, ey. Das finden wir in Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Du arme Seele, warte mal, wer schreibt das? Ach du Heilige, so unbedeckte Frau, algerische Flagge, du arme Seele, ja, das ist das. Möge Gott dir deine Augen öffnen, dass du umkehrst. Ja, guck mal hier, der IS hat blonde Jesidinnen für viel Geld verkauft. Ja, genau, Agape, da hast du recht. Alles, was der Islamische Staat in Irak und Syrien gemacht hat, ist aufgrund ihres Vorbildes. Sie lieben Mohammed über alles. Die Euro-Shisha-Muslime hassen Mohammed. So ist das. Der Islamische Staat hat uns gezeigt, wer Mohammed in Wahrheit war. Habt ihr gesehen? Ganze Welt hasst Islam und Mohammed. Das war's. Die gesamte Welt hat Islam gehasst. Der Islamische Staat sind keine Muslime. Guck dir das an. Ne? Heftig, ne, Leute? Als der Islamische Staat den Leuten gezeigt hat, was der wahrhaftige Islam ist, der im 6. bis 7. Jahrhundert ausgelebt wurde durch Mohammed und die Sahaba. Die Leute auf der gesamten Welt waren fassungslos, dass es Menschen gibt, die andere Dörfer angreifen aufgrund von Religion. Sie kidnappen, Lösegeld fordern, ihre Schädel abschneiden, ihr Hab und Gut wegnehmen, weil sie sagen, dass Gott ihnen das befohlen hat. Guckt euch das bitte an. Das ist das Dilemma mit dem Islam und Koran und Mohammed als Vorbild. ISIS ist das Werk von Amerika. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Also die zitieren zwar die Biografie Mohammeds, sie zitieren den Koran bei ihren ganzen Verbrechen und haben dort auf dieser Flagge stehen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Aber natürlich, da die sind ja von Amerika. Natürlich, klar. Also Dr. Sheikh Abu Ahmed mit seinen ganzen Beweisen aus Koran, Hadith und Sunna schmeißen wir in die Tonne und wir glauben dir jetzt mit deinem noch verrückteren Kommentar, dass es von Amerika ist. Ja, natürlich, klar. Hätte ich auch nichts anderes erwartet. Also das ist natürlich Atomwissenschaftler, was du gerade gemacht hast. Das war sehr atomwissenschaftlich. Das war ein richtiger Atomphysiker. Dein Gehirn ist richtig am Arbeiten. Ich war wirklich, wir müssen von dir lernen. Wir müssen nur von dir lernen. Hi, Amir. Servus. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Und inshallah, deine auch. Ich habe eine Frage. Danke, danke. Also, und zwar, weißt du, es gibt ja viele, die sagen, ja, zum Beispiel, der Islamische Staat ist nicht islamisch. Und ich sage das auch. Aber warum möchtest du dir eigentlich nicht anhören, warum wir das sagen? Ja, erzähl mal, warum ist denn der Islamische Staat nicht islamisch? Ja, also zum Beispiel, Allah sagt doch im Koran, dass man sich nicht selber töten darf, oder? Das stimmt doch gar nicht. In Sure 9, Vers 111 sagte, du darfst dich töten. Nein. Doch, schlag nach. So, warum schlägst du die nicht für uns alle nach? Okay, dann mache ich das. Hast du einen Koran zu Hause? Du bist ein Muslim, der keinen Koran zu Hause hat, richtig? Du, ich habe einen Koran zu Hause, Alhamdulillah. Okay, perfekt. Dann möchte ich bitte, dass du deinen Koran aufschlägst. So, wir machen das jetzt zusammen. Welche Sura? Okay. Sura At-Tauba, Aya 111. Ja. Also Allah verlangt nicht von dir, dass du dich selbst tötest, ne? So. Allah hat für euch das Paradies erkauft, ja. Ja, aber wo steht jetzt das mit dem sich selbst töten? Lies uns mal vor.
Ich lese euch das jetzt sinngemäß auf Deutsch vor, okay? Ja, Allah bitte. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg. Nicht sie töten sich selbst. Es geht weiter. Und sie töten sie und werden getötet. Nicht sie töten sich selbst. Ja, warte. Hör zu. Es geht weiter. Sie töten und werden getötet. So. Ja, so läuft der Krieg ab, Amir. Jetzt, ja, siehst du, sag ich doch, so läuft das ab, indem Allah von den Leuten verlangt, dass sie töten und getötet werden. Super. Ja, so läuft das ab, Amir. Es geht weiter. Ja, also ist das islamisch? Ist das also islamisch? Die Frage ist jetzt berechtigt. Ist das islamisch, wenn jetzt der islamische Staat sich selber also in einem Kampf tötet und getötet wird? Es geht hier rein, ich habe doch gesagt, es geht hier rein und ganz sachlich darum, sich selbst umzubringen. Mit einem Bombengürtel. Das ja, der, ist nicht nee, erlaubt. Attentäter, du siehst ja, dass das ein großes Thema ist hier mit diesem Selbstmordattentat. Im Allgemeinen ist das im Islam verboten, sich selbst einfach umzubringen, Selbstmord zu machen. Aber wenn es gegenüber den Kuffar ist, um ein Land einzunehmen, um seinen Nefs und seine Seele einzusetzen, dann sind die Gelehrten da sehr verstritten in dem Thema. Nee, das musst du uns erstmal hier beweisen, dass die Gelehrten da sehr verstritten sind. Ja, das siehst du doch in der ganzen Welt. Die einen befürworten Märtyreroperationen, Selbstmordattentate, und die anderen sagen, nein, das ist Haram. So, was machen wir denn jetzt? Ja, aber das muss doch dann nicht gleich richtig sein, nur weil mehrere es befürworten. Oder ja, aber du siehst, dass es gewisse Gruppierungen gibt, die das ernst nehmen und aus Sure 9, Vers 111 ableiten, dass Allah möchte, dass man sich tötet, also dass man tötet und getötet wird. Ja, du, ich kann ja aus allem irgendwas heraus. Ja, aber du siehst, du liest es doch mit deinen eigenen Augen, dass da steht, so werden sie getötet und töten. Ja, aber sie werden getötet, nicht sie töten sich selber. Das und deswegen in einem Kampf, wenn du auf die Kuffar triffst, in einem Kampf, so ist alles erlaubt. Du setzt ja quasi dein ganzes Leben und deine Seele aufs Spiel, um mit Allah den Vertrag einzugehen, um sicher ins Paradies zu kommen. Also das hast du gerade sehr schön gesagt, aber das steht da ja da nicht. Ja, guck doch, lies doch weiter. Du gehst also einen Vertrag mit Allah ein. Das hört sich so an für mich, als würde ich einen Vertrag mit dem Teufel eingehen. Ach Mensch, da steht ein Vertrag, aber doch nicht Selbstmord. Das ist doch ein Unterschied. Ja, okay, aber du tötest und wirst getötet und dieses ist ein Versprechen von Allah. Wenn du das machst, wirst du ins Paradies eingehen. Lies mal. Ja, das leugne ich auch gar nicht. Ja, also, das ist eine Katastrophe, ist das. Also Gott verlangt von dir, dass du tötest und getötet wirst, um mit Allah diesen Vertrag einzugehen, damit du sicher ins Paradies gehst. Also für mich klingt das nach dem Teufel. So, wie das für dich klingt, ist ja jetzt so zweitrangig. Ja, du kannst ja mal den Chat fragen, ob der Chat das genauso sieht wie ich. Mensch, der Chat ist mir eigentlich genauso egal. Es geht mir hier. Ja, aber allgemein, nur damit dein Gehirn mal anfängt aufzuwachen. Weil du versuchst gerade etwas gut zu reden, was nicht gut zu reden ist. Jesaja 5,20. Wehe euch, die ihr Licht zur Finsternis erklärt und Finsternis zu Licht, die ihr Gutes böse redet und Böses gut nennt. Guck mal, Amir, du versuchst gerade etwas Böses und Teuflisches. Du versuchst gerade etwas Böses und Teuflisches gut zu reden. Amir, ich respektiere dich wirklich. Du bist ein netter Mensch und du sprichst sehr höflich mit mir. Muss ich ehrlich zugeben. Aber wir waren doch eigentlich bei einem anderen Thema. Wir waren doch beim Selbstmord. Und richtig, und ich habe dir eine Sure genannt. Den legitimiert der islamische Staat. Aber ich habe dir ja gerade bewiesen aus deinem eigenen Beweis, dass da nicht steht Selbstmord, sondern töten und getötet werden. Ja, also, das kannst du alles hineininterpretieren. Und da habe ich dir gerade eben gesagt, dass es ein sehr, sehr verstrittenes Thema ist, wenn du im Allgemeinen, im Islam ist es verboten, sich selbst zu töten aus irgendwelchen nichtigen Gründen. Aber wenn es darum geht, die Feinde Allahs zu terrorisieren, zu bekriegen und ein Dorf einzunehmen und so, da ist alles erlaubt. Nein, das steht nämlich. Wie nein? Okay, lass mal jetzt diese. Ist das Töten im Islam allgemein jetzt verboten oder ist das erlaubt? Unter Voraussetzung, ja, ist erlaubt, auf jeden Fall. Aha, was denn für Voraussetzungen? Erzähl uns mal. Also die Voraussetzung zum Beispiel, dass es auf jeden Fall kein Muslim ist, den ich töte, das ist natürlich verboten. Ah, also die Nicht-Muslime darf man töten? Unter Voraussetzung, zu denen kommen wir jetzt. Welche Voraussetzungen denn? Ja, die sage ich dir. Also erstens brauchen wir ein islamisches Land. Das haben wir heutzutage nicht. Wir haben kein islamisches Land. So, ich brauche ein islamisches Land, wie zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina hatte. Erst dann hat er Dschihad geführt. In Mekka hat er keinen Dschihad geführt. Das heißt, heutzutage leben wir wie in Mekka. Ja, also in einem erniedrigten Zustand, bis man eines Tages die Kampfkraft erreicht hat, ne? Das ist vollkommen richtig, Amir. Genau.
Aha, also muss man quasi, also musst du den Leuten erklären, wenn ihr eines Tages in der Oberhand seid, also mehrere Muslime seid, werdet ihr die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen, so wie Mohammed das gesagt hat, ne? Wenn wir einen Staat haben, genau, da gebe ich dir Nein, nicht vollkommen wenn ihr einen recht. Staat habt. Wenn ihr in einem ungläubigen Land einfährt und erstmal dort als Erniedrigte lebt, aber eure Umma immer weiter wächst, werdet ihr dann die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen? Wir benötigen einen Staat, Amir. Das ist wie in Medina. Erst wurde der Staat aufgebaut und dann haben wir den Krieg geführt. Nicht Ja, davor. der Mohammed hat ja die jüdischen Stämme angegriffen und hat sie nach und nach alle vertrieben und versklavt und umgelegt, richtig? Das, was er mit Banu Qurayza gemacht hat, Banu an-Nadir und, richtig? Du siehst ja, Das Land ich bin Medina nicht gehörte jemand, der ihm den ja nicht. Das Islam gehört ja den leugnet. Juden, die dort friedlich gelebt haben. Da hat sie also alle massakriert, umgebracht und hat ihnen alles weggenommen und hat daraus einen islamischen Staat gegründet. Seine Schreckensherrschaft. Du merkst ja selbst, ich leugne nicht so wie andere Leute, die mit dir debattieren. Ich sag dir Ja. so, du hast recht, das stimmt. Ja. Ich leugne das Und ja nicht. deswegen haben die Nicht-Muslime hier in Europa irgendwie berechtigte Angst vor dem Islam und sehen, was der Islam für eine grausame Geschichte hinter sich hat und seht, was der Islam mit den heutigen islamischen Ländern angerichtet hat, die keine islamischen Länder waren, die gewaltsam erobert wurden durch das Schwert und die Vergewaltigung. Und das kannst du nicht leugnen. Also durch die Vergewaltigung wurde gar nichts erobert. Natürlich. Die Männer wurden Was? getötet, die Frauen wurden mitgenommen und vergewaltigt, und da kamen Mohammeds, Ahmads und was weiß ich raus. Nein, also vergewaltigt wurde ja erstmal niemand und wenn einer vergewaltigt wurde, dann wurde dadurch nichts eingenommen. Das sind ja zwei Paar Stiefel. Okay, die Muslime greifen ein Dorf an, sie töten die Männer und nehmen die Frauen als Beute mit. Was macht man denn mit den Frauen? Kocht man für Die sie Essen oder will Frauen man. werden versklavt, genau. Okay, und man will auch ein bisschen Coitus Interruptus haben, richtig, mit ihnen? Du, das kann man Siehst du? haben, tatsächlich, ja. Aha, siehst du? Danke, dass du ehrlich bist. Und Ich bin, deswegen ja. haben die Nicht-Muslime hier in diesem Land große Bedenken, was den Islam angeht. Aber das Und muss die ja Leute keiner. sind Ich zum bereit, guck mal, Beispiel, ich bin die Muslim, aber Leute ich sind mache nicht dumm. keinem Guck, etwas. warte, die Leute sind hier in Europa nicht dumm. Es ist eine Aufklärung langsam. Viele wachen gerade auf und sehen, was der Islam in der damaligen Zeit fabriziert hat und was er heute auch versucht hat vorzuhaben, also was er vorhat. Und die Leute möchten das nicht, weil welcher Mensch möchte denn, dass auf einmal eine Gruppierung zu ihm kommt, ihn zwingt, irgendwas anzunehmen? Und wenn er es nicht tut, muss von ihm so Schutzgeld verlangt werden. Und wenn er dieses Schutzgeld nicht bezahlt, dann muss er getötet werden. Was ist das denn bitte? Okay, ich habe dich aussprechen lassen, jetzt bin ich dran. Das ist doch ganz fair. Also ich persönlich bin ein sehr netter Mensch. Warum? Weil ich Muslim bin. Ich habe noch nie in meinem Leben jemand geschlagen, ich habe noch nie in meinem Leben jemand Ja, aber bedroht deine oder Religion ist ja irgendetwas. nicht friedlich. Deine Religion ist nicht friedlich. Du bist ein Nein, friedlicher Mensch. meine Religion ist von Grund auf friedlich und tut mir den Na, das stimmt Frieden nicht. beibringen. Jedoch, natürlich, Ja. wenn wir einen Staat haben, wollen wir expandieren. So ist der Islam. Wir Aha, habt wollen, ihr das dass gehört, ihr Lieben? Expandieren. Was heißt expandieren? Krieg führen, das bedeutet Aha, das. Krieg führen gegen die Ja. Nicht-Muslime, richtig? Ja, genau, gegen die Nicht-Muslime. Was haben die Nicht-Muslime denn getan? Auf was für einen Grund denn wolltet ihr sie bekämpfen? Ich sag Wegen dir ihrem warum. Glauben. Wir möchten, dass am Ende des Tages alle Leute Muslime sind, damit die in Gender reinkommen. Das wollen Aha, wir. Das ist vielleicht doch möchte etwas der eine oder Schönes. andere selber, vielleicht möchte der eine oder andere selber entscheiden, ob er ins Paradies möchte oder ins Himmelreich möchte, oder? Du gehst Ja, also hin Mensch, und wir zwingst, helfen denen ja. du gehst also hin und zwingst die Menschen zu deinem Glauben und dann wunderst du dich, warum die ganze Welt am liebsten den Islam vernichten würde. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Das hat etwas mit dem anderen zu tun. Wenn du sagst, wir werden die vor die Wahl stellen und wir werden die Kuffar zwingen. Ja, was denkst du, die werden sich Also nicht zwingen wehren? hat ja keiner gesagt. Ja klar, im übertragenen Sinne wirst du sie ja darauf hinweisen, wenn sie den Islam nicht annehmen, dann müssen sie entweder Jizya bezahlen oder Ja. den Islam annehmen oder durch Tod durch das Schwert erleiden, so wie Mohammed das gesagt hat. Ja, also Jizya ist ja kein Problem. Zahlst du 200 Jizya Euro ist im kein Jahr, da Problem? bist du sicher. Aha, vor was bin ich sicher? Vor meinem Schwert. Aha, siehst du? Vor deinem Schwert. Ich muss dir also Geld bezahlen, damit du mir nicht den Kopf abschneidest, richtig? Also 200 Euro ist doch besser als paar tausend Euro Steuer in Deutschland, ne? Weißt du, was Da du da wird sogar gerade der Uli sagst, Mann? Hoeneß dahin reisen ins Kalifat. Seht ihr die brutale Fratze des Islams, ihr Lieben? Da hat einer mal jetzt endlich mal so ein bisschen mal die Wahrheit gesagt. Ein ehrlicher von diesen ganzen Haufen von Ja, Euro-Schischer-Muslimen. Amir, bleiben wir beim Respekt. Ich habe dich auch nicht als hier schlecht bezeichnet, ne? Ich habe dich als gut bezeichnet, du bist ehrlich. Ich habe die anderen gesagt, das sind ein Haufen von Lügnern und Täuschern.
Ja, Lügner und Täuscher sind die tatsächlich, aber das hat ja, schau mal, wie ich schon gesagt habe, sogar Uli Hoeneß würde wahrscheinlich in ein Kalifat ziehen, damit er keine Steuern mehr hinterziehen muss. Bei uns zahlt er 200 Euro im Jahr und dann ist gut. Ja, ihr Lieben, zahlt einfach 200 Euro, damit euer Kopf an eurem Hals dran bleibt. Habt ihr gehört? Nein, Ami, jetzt mal ernsthaft. Was ist besser? Was ist besser, Ami, ernsthaft jetzt? Weißt du, was besser ist? Weißt du, was besser ist? Dass die Muslime einfach aus Europa sozusagen weggehen sollten, sich ein Land suchen sollten, wo sie die Scharia implementieren. Und wer man, dann kannst du ja die Leute fragen, möchtet ihr in der Scharia bleiben oder möchtet ihr ein Land, das auf Grundgesetz und Demokratie aufgebaut ist? Mal gucken, wie viele Muslime dann freiwillig in einen islamischen Staat gehen und wie viele dann freiwillig in Freiheit leben wollen. Ne? Das ist ja völlig egal, was die Leute machen wollen mit Freiheit. Ja, du kannst doch nicht die Menschen zwingen mit dem Schwert an deinen Nacken und zu sagen, ja, wir wollen euch retten vor dem Höllenfeuer. Lass doch die Menschen selber entscheiden, Mann. Du, Amir, das war ja auch ein bisschen sinnbildlich gesprochen. Das war du ja hast die Wahrheit gesprochen. So war ja Muhammad. Da hat er gesagt, I rise to be safe. Umirtu an uqatila nas hat er ja shadu an la ilaha illallah. Ja, ich wurde mit dem Schwert im Sand. Gelernt, Amir. Hast du auswendig gelernt? Ganz schön stark. Ja, einige Sachen muss ich natürlich auswendig lernen. Hallo? Ja, ja. Das muss ich schon zugeben, das können einige Muslime nicht mal auswendig. Ja, der Mohammed, ich habe mir sein Leben komplett, habe ich mir von oben bis unten reingezogen vom Allerfeinsten. Das ist unglaublich. Ich war aber so schockiert. War das nicht ein Mann? War das nicht ein Mann? Hat er nicht gekämpft wie ein Mann? Besser als irgendwelche Schwule, die hier in Deutschland zum Beispiel mein Leber, heiraten dürfen und so. Das hat nichts damit zu tun. Der Mohammed hat einfach die Leute zu seinem Glauben gezwungen, das ist falsch. Und das kann es nicht sein. In Mekka zum Beispiel. Er hat die Mekkaner, der hat gesagt, oh ja, Quraysh, lakachitikum bidaba. Ich bin zu euch gekommen mit der Schlachtung. Er hat die einfach abgeschlachtet. Ja, das war aber nicht in der Zeit von Mekka, das war danach. Er hat doch Mekka zurückerobert, hat die Quraysh die Köpfe von denen abgeschnitten. Ja, genau, richtig. So, aber nochmal zurück zu Mekka. In Mekka sind die Leute doch freiwillig Muslime geworden oder nicht? Dann ist er doch gar nicht mit dem Schlachten gekommen, sondern erst im Nachhinein. Ah, freiwillig sind die sind freiwillig zum Islam gekommen. Die sind mit Küsschen und so zum Islam gekommen, ne? Oder nicht? Ist Abu Bakr freiwillig gekommen oder nicht? Ja, einige davon, aber ich meine ganz Mekka. Die ganzen Quraysh, die wollten den Islam ja gar nicht. Und sie wurden gewaltsam gezwungen. Ja, Amir, magst du die Götzendiener oder magst du die nicht? Also jemand, der jetzt einen Stein anbietet. Ja, aber das eine hat doch, okay, ich kann sie nicht mögen, also ich brauche sie nicht mögen, aber hinzugehen, um sie zu zwingen zu meinem Glauben, das ist eine andere Geschichte, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die komplette Macht hättest, würdest du denn lieber ein Christ werden lassen oder würdest du lieber weiter wollen, dass der Stein anbetet? Der kann doch machen, was er will. Am Ende wird er doch bezahlen dafür, was er getan hat. Ich gehe hin, kläre ihn auf. Wenn ich sein Herz gewinnen kann, habe ich alles gewonnen für ihn und Gott. Aber wenn nicht, dann wie minder bemittelt muss ich sein, um meinen Glauben mit dem Schwert an seinen Kopf dran zu halten und ihn zu meinem Glauben zu zwingen? Wie behämmert ist das bitte? So ist es sowieso nie passiert mit Schwert an dem Kopf und so. So ist es sowieso nie passiert. Der hat doch gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah. Ja, aber wo steht hier? Ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, die uns bekämpfen. Wo ist hier das Schwert am Nacken? Wo ist hier das Schwert am Nacken? Er wurde genau. Wo ist das Schwert am Nacken? Wenn du jemanden zwingst und sagst, entweder du glaubst an das, was ich glaube, ansonsten geht dein Kopf hier schön hier Bowling machen. Aber das steht nicht im selben Hadith. Das ist deine Interpretation. Ja, du kannst das Sure 9, Vers 29 aufschlagen, diese Bekämpfung der Kuffar, nur weil sie Ungläubige sind. Ja, ich weiß, dass es Bekämpfung gibt. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das bestätige ich ja. Ich bestätige nur nicht dieses Schwert am Hals-Beispiel von dir. Ja gut, dann mit einer Kalaschnikow am Kopf. Was macht das denn für einen Unterschied? Im 6. Jahrhundert war es das Schwert. Im 6. Jahrhundert war es das Schwert und heute sind es Kalaschnikows. Nee, das habe ich überhaupt nicht gemeint. Gar nichts von beiden ist am Kopf. Gar nichts von beiden. Oh, nee. Jeder Mensch, ihr könnt doch abhauen. Ihr könnt nach Brasilien auswandern oder so. Warum wanderst du denn nicht aus? Warum willst du deinen Glauben den Leuten hier aufzwingen? Du, Amir, also erstmal, ich tue hier niemandem was aufzwingen. Ja, aber deine Ideologie ist grausam. Merkst du das nicht? Amir, ich tue hier gar niemand was aufzwingen. Das ist das allererste. Du hast uns gerade die brutale Fratze des Islams präsentiert, Mann. Amir, hör mir zu. Wir können nirgendwo auswandern. Wo wollen wir denn hin? Nach Saudi-Arabien? Nee, nach Afghanistan. Da ist doch die Taliban. Warum gehst du nicht dahin? Weil das auch keine Muslime sind. Amir.
Also, islamische Staaten sind keine Muslime. Saudi-Arabien sind keine Muslime. Ja. Afghanistan sind keine Muslime. Was bleibt denn dann noch übrig? Dubai oder was? Nein, auch nicht. Es gibt kein Land auf dieser Erde. Es gibt kein Land auf dieser Erde, auf der 100% Scharia richtet und auf der die Menschen. Hör doch bitte auf. Du weißt doch, die in Afghanistan, die Taliban versuchen, authentischen Islam gerade zu praktizieren. Nach der hanafitischen Rechtsschule. Ja, aber die hanafitische Rechtsschule ist ja leider nicht islamisch. Ja, aber du siehst, dass sie die Scharia dort eingesetzt haben und nach Koran und Sunna richten. Auf der Grundlage von Imam al-Hanafi. Das Problem ist, Abu Hanifa, so heißt er, der hat auch in seinem Fiqh, dass du in der Scharia darfst du auch Tradition und Kultur einführen. Nicht nur die pure Scharia. Und das ist Götzendienst. Ja, okay, das eine kannst du. Gut, köpfen die, töten die, machen die, schneiden die Hände ab bei irgendwelchen Sachen. Ja, natürlich machen sie es. Ja, das machen die, aber das heißt ja nicht, ja, also, dass es die vollkommene Scharia ist. Es gibt doch keine perfekte Scharia, da kannst du aber trotzdem zu deinen sunnitischen Muslimen gehen und dort authentischen Islam praktizieren. Die sind auch gemischt mit Schiiten. Nach der Rechtsschule von Imam hier, Abu Hanifa. Die Rechtsschule, wie gesagt, von Abu Hanifa lehne ich ab. Ja, welche Rechtsschule möchtest du denn? Also die hanbalitische ist natürlich sehr gut, aber im Grunde genommen ist der Islam ja keine Rechtsschule. Ja, okay, gut, du sagst, okay, Saudi-Arabien, auf welcher Rechtsschule gründen sie ihre Scharia? Sie behaupten, nach dem hanbalitischen Fiqh zu gehen. So sieht's aus. Sie behaupten. Ja, du siehst ja, dass die schneiden sie dort Köpfe ab, ja. Töten sie Homosexuelle, ja. Schneiden sie Hände und Füße ab, ja. Ja. Machen sie dies, machen sie, klar, alles. Ja, machen sie alles, machen sie alles. Also. Ja, aber erlauben sie zum Beispiel, dass Christen und Juden nach Saudi-Arabien dürfen? Das erlauben sie, ja. Wer sagt das? Saudi-Arabische Staat sagt das. Da gibt es ja neue Verträge. Hast du die nicht gesehen, Amir? Ja, okay, aber darf ein Jude oder Christ Mekka betreten? Das ist die Frage der Fragen. Unter dokumentaristischen Voraussetzungen. Falsch, falsch, das stimmt nicht. Doch. Falsch, doch. Da ist ein riesen Autobahnstil, wo steht, nicht Muslime rausfahren. Weil solltest du Mekka betreten, ohne die Schahade ausgesprochen zu haben, ist dein Blut halal. Nein, das stimmt nicht, Amir. Dein Blut zu vergeben ist halal, erzähl nicht. Kein unreiner Jude oder Christ laut islamischer Theologie nach Sure 3, Vers 28 darf Saudi-Arabien betreten, also Mekka. Also in einer Sache hast du recht, die Christen und die Juden sind unrein, ja, das stimmt. Ja, nach eurer Definition, aber die sind reiner als unserer Definition, die ganzen Muslime zusammen. Ja, nach unserer Definition. Aber, heutzutage... Der saudi-arabische Staat, der erlaubt das aber, dass Christen und Juden nach Saudi-Arabien dürfen. Ja, natürlich, klar, wenn man irgendwelche Handelsbeziehungen hat und es nicht anders geht, klar, natürlich macht man da eine Ausnahme. Aber dürfen sie Mekka betreten? Das ist die Frage nach Koran. Dürfen sie Mekka betreten? Nach Koran auf jeden Fall nicht, aber so der saudi-arabische Staat... Das war doch meine Aussage. Siehst du, wie faschistisch das ist? Darfst du als Muslim Rom betreten? Den Vatikan, ja, natürlich. Du darfst reingehen, darfst gucken. Es nicht, aber es interessiert mich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich will dir damit nur sagen, du hast zwei Beispiele. Einmal hast du Saudi-Arabien mit Mekka, wo kein Nicht-Muslim hin darf. Und dann hast du die anderen Beispiele wie der Vatikan, Rom, wo du hingehen kannst, auch als Muslim, dir das anschauen darfst. Deswegen regen sich ja auch die ganze Welt darüber auf, warum die zum Beispiel nicht Mekka mal betreten und die Kaaba sich mal angucken dürfen. Ja, wollt ihr das? Es gibt Millionen von Menschen, die wollen das mal sehen. Ja, dann sollt ihr Muslime werden. Aha, dann sollt ihr Muslime werden, dankeschön. Ja, das siehst ist du, wie faschistisch du bist? Siehst du, was für ein faschistisches Gedankengut du hast? Ach, werdet ich Muslime, nicht, ich werdet Muslime so und dann ist alles gut. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Werdet Muslime, dann ist alles gut, dann könnt ihr Mekka betreten. Ansonsten werden wir euer Schädel abschneiden. Das ist also Islam. Schädel abschneiden, davon hat ja keiner geredet, Amir. Das Entschuldigung, Nackentherapie. Hier so ein bisschen streicheln. Ja, also davon hat auch keiner geredet, Amir. Warum tust du das immer so reininterpretieren? Mein Lieber, ich bitte dich, mach mich nicht sauer. Ich glaube, du bist schon sauer, oder? Mach mich nicht wütend, ehrlich, sonst schrei ich gleich hier los. Ja, komm, das hat mich schon alles gerade gereicht, dass du so ehrlich warst. Aber ich finde deine Ehrlichkeit, das muss ich zugeben. Und ich denke auch, der ganze Chat gibt das auch zu, dass du wenigstens einer von den Muslimen bist, die zu dem Wahnsinn in ihrer Religion stehen und sagen, ja, das ist nun mal so. Und wir stehen dazu. Das ist aber kein Wahnsinn, das ist einfach Gerechtigkeit. Ach, du findest das nicht wahnsinnig, dass man nicht Muslime vor die Wahl stellt? Warum soll das wahnsinnig sein? Okay, habt ihr das gehört? Leute, findet ihn und dann stellt ihn vor die Wahl. Mal gucken, ob der das nicht wahnsinnig findet.
Ja, du, dann ich werde das einfach nicht annehmen und gut ist. Wer soll denn kommen? Ami, ja, okay. Wer soll denn kommen? Soll ich meine ja nur, stell dir mal vor, wir würden dir das, stell dir mal vor, wir würden dir das antun. Wir kommen morgen mit einer Horde ja, zu komm, dir nach Hause komm, und dann zwingen wir dich komm. Und deine Familie zum Christentum. Findest du das nicht Wahnsinn? Komm her. Kein Problem. Ich sage, es gibt ja niemanden, der sowas macht. Aber wäre das nicht der Wahnsinn? Also, du, also. Ami, ich gebe dir eine Antwort. Alles, was in deiner Religion dazu führt, dass jemand Christ wird, ist in meiner Sicht Wahnsinn. Was? Alles, was in deiner Religion dazu führt, dass jemand Christ wird, ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn zu glauben, dass ein Mensch Gott sein kann. Jemand, der auf die Toilette so, geht, ist nicht mein Gott. Dass Allah aber ein fliegendes Bein ist, das ist kein Problem, ne? Fliegendes Bein, Amir, was holst du denn jetzt schon wieder raus? Ja, Sura 68, Vers 42, ist Allahs Bein am Fliegen oder ist das einfach so an irgendwas dran? Erklär mir das bitte. Das werden wir jetzt aufschlagen, Amir. Das ist wieder ein schönes Thema. Das finde ich auch besser. Ja, so, schlag mal bitte Sahih al-Bukhari 7439 auf. Ja. Oh ja. So, also. Schauen wir mal. Oder kannst du vielleicht nachschauen, weil ich bin dumm. Amir, nein, du bist schlau genug. Du gefällst uns hier im Chat. Du bist wenigstens ehrlich und nicht so ein Heuchler-Leugner. Also was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, Allah subhanahu wa ta'ala hat auf jeden Fall ein Bein. Das kann ich sagen. Aber wo steht Fliegen? Wo steht Fliegen? Ha. Was gibt's hier zu lachen, Amir? Habt ihr das gehört? Allah hat auf jeden Fall ein Bein, ne? Ja, Jesus hat doch zwei. Was ja, unser Gott wurde, warte, ich erkläre das, unser Gott wurde ein perfekter Mensch. Dein Gott ist ein Hybrid. Warum Hybrid? Ja, okay, Allah hat ein Bein. An was ist denn Allahs Bein gebunden? Ist er ein Körper? Allah ist kein Körper. Wer sagt ja, an was ist denn Allahs Bein gebunden? Wie bitte, nochmal? An was ist denn Allahs Bein gebunden? An gar nichts. Also ist das einfach nur ein Bein? Nein. Ich erkläre dir mal was, Amir. Ich erkläre dir mal was. Unser Gott, der Allah subhanahu wa ta'ala heißt. Ich erkläre dir was, Amir. Er hat ein Gesicht. Er hat zwei Hände. Zwei Hände. Er hat zwei Hände, genau. Ja. Und er hat auch ein Abbild, nachdem Adam erschaffen wurde. Er hat zwei Füße. Er hat zwei Beine. Ja, genau, Amir. Ja. Habt ihr das gehört, ihr Muslime? Habt ihr es gehört? Allah hat ein Gesicht, Allah hat ein Bein, Allah hat Hände, Allah hat ein Gesicht, womit er lächelt. Er lacht auch, genau, Amir. Allah kann lachen, genau. Die Muslime lachen sogar selbst über dich, Mann. Die sagen Astaghfirullah. Ja, sollen die lachen, das ist doch mir egal. Schau mal. Ich weiß, Amir. Weil das unwissende Muslime sind, du sagst die Wahrheit. Ich weiß ja, wo sich alles befindet. Ja, nee. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sitzt doch auf dem Thron. Er sitzt mit seinem Hintern auf dem Thron? Wir sagen nicht, dass er einen Hintern hat, wenn er das nicht selbst über sich sagt. Ja, wie will der denn einen sitzen, wenn er Gesäß hat? Das ist Philosophie. Hätte, wäre, könnte. Wir nehmen an, was er über sich selbst sagt. Wie macht er das denn? Ist er jetzt, also er hat ein Bein, er hat einen Fuß. Also das ist wie so Lego-Spielen, also draufstecken. Das Bein auf das Fuß, die zwei rechten Hände dann da dran und dann dieser lockige Kopf so. Nein, schau mal nach mir. Wenn ich über mich sage, ich habe Hände und ich habe Füße und ich habe ein Gesicht, bedeutet das, dass ich nur Hände, Füße und Gesicht habe? Allah hat, was er hat. Fertig. Und ich philosophiere nicht weiter. Aber es bleibt doch ein Gesicht, bleibt doch ein Gesicht. Mein Lieber, ein Gesicht bleibt doch ein Gesicht. Eine Hand bleibt eine Hand.